Ich grüße euch hier, Freunde der gekreuzten Tiere und getierten Kreuze. Was? Wie es der Titel vielleicht vermuten lässt, habe ich mich todesmutig auf die glorreiche Suche nach den wichtigsten Wissenswertigkeiten über Animal Crossing gemacht. Und diese köstlichen Informationen werden euch jetzt angerichtet. Präsentiert wird das Ganze in Moovision. Das ist unfassbar großartig. Wenn man in Animal Crossing für den GameCube das Spiel resettet, während man sich in der Stadt eines Freundes befindet, startet die Spielfigur mit diesem gar wunderschönen, derpigen Gesichtsausdruck. Es ist bezaubernd. Eine weitere Eigenart des plötzlichen Spielneustarts ist Resetti, ein Maulwurf, welcher euch jedes Mal einen minutenlangen Vortrag halten wird, dass ihr das Spiel speichern sollt, bevor ihr die Konsole ausschaltet. In New Leaf hingegen wurde er aufgrund des harschen Tons, den er an den Tag legt, in den Ruhestand geschickt, kann allerdings für einen bestimmten Betrag wieder ins Spiel gekauft werden. Das klingt für mich nach einer sinnvollen Investition für die Zukunft. Blöder Maulwurf. Der gute Tom Nook ist, obwohl es nahe liegt, kein Waschbär. Er soll einen Tanuki darstellen, weil diese lieben Tierchen für Reichtum und finanziellen Erfolg in der japanischen Mythologie stehen. Und außerdem tragen sie einen richtig dicken Sack mit sich herum. Und ihr wisst genau, welchen ich meine. Nein, dazu werde ich mich jetzt nicht äußern. Nö. In jedem Animal Crossing Teil gibt es einen ganz bestimmten, jeden Tag wechselnden Stein, welcher dem Spieler Geld gibt, wenn dieser ihn mit einer Schaufel haut. Untermalt wird das Ganze noch mit dem One-Up-Soundeffekt aus Super Mario. In New Leaf könnt ihr bis zu 32.000 Sternis draus bekommen. Wenn ihr diese mit einer Goldschaufel vergrabt, habt ihr daraufhin eine 30%ige Chance, einen Geldbaum zu bekommen. Da fällt mir gerade ein, dass ich mal wieder nach meinem Geldbaum schauen könnte. Schließlich bin ich YouTube-Partner. Hab ich recht? Ja, ich habe recht. In Animal Crossing New Leaf für den 3DS gibt es am Sonntag und Montag um 3.33 Uhr in der Nacht etwas sehr Interessantes im Fernsehen zu begutachten. Dort wird genau um 3.33 Uhr das weiße Rauschen im Fernseher durch ein UFO und anschließend durch ein Alien ersetzt. Creepy! Da! Entschuldigung, ich bin kurz weggetreten. Wenn du dem Video jetzt weder einen Daumen nach oben noch nach unten gibst, werde ich dich in deiner Stadt besuchen, alle deine Blumen kaputt machen und an sämtlichen Bäumen schütteln. Fordere es nicht heraus, ich verstehe da keinen Spaß. Außerdem solltest du auf jeden Fall bei Musician vorbeischauen, denn er zerstört deine Stadt ganz sicher nicht. Er hilft dir sogar dabei, ein paar dekorative Blumen einzupflanzen. Los, bedank dich bei ihm! Geht doch.